Passt, in diesem Sinne würde ich sagen erstmal, hallo ihr Lieben, wir sind 4 Minuten zu spät, wir werden uns besser und wir haben schon um 1:30 uns getroffen. Ich hatte kleine technische Probleme, denn ich wollte noch ein bisschen mehr dazu machen. Ich bin kurz davor, nicht nur Fragen einblenden zu können, sondern auch noch früher oder später vielleicht auch mal dann aus diesem Chatfenster heraus in das Video mit einzublenden, aber... es ist schon eine Herausforderung, das alles zu programmieren. Dafür hast du ein T-Shirt jetzt in XL. Das ist wohl wahr. Fällt kaum auf. Letztes Mal habe ich noch richtig gezuppelt. Heute ist es da. Ja. Ja, sehr gut. Ja, schön, dass alle so zahlreich erschienen sind. Man hört euch doppelt. Man hört uns doppelt. Echo, 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 Echo. Ja, schön, dass wir hören den Ton doppelt. Irgendwo im Stream laufen mit Ton. Warte. Nee, da ist er aus. Echo, Echo. Ach Gottchen. Ich habe hier auch aus. Du mach mal weiter. Ja, ich mach mal weiter da. Ah ja, das ist immer so, wenn man, also wir sind zusammen 90 Jahre alt und deswegen ist das, glaube ich, alles ein bisschen Katastrophe. Keine Sorge, die Zeit, die uns jetzt flöten geht, hängen wir einfach hinten dran, habe ich gerade beschlossen. Ja, ich sehe es. Alles klar, ich krieg den Ton aus. Er kriegt den Ton aus. Christian hat hier ein Mischpult, Freunde, das, wenn ihr das sehen könntet. Alles klar, wunderbar. Ist es jetzt besser? Ja, jetzt dürfte es durch sein. Ist es durch? Ist es besser? Ja. Ja, wir sind wirklich zusammen 90. Danke, Matthias. Aber das Geile ist, wir sehen gar nicht so aus. Jetzt gut. Okay, sorry. Also, wir hatten den Ton nicht nur von dem Mikrofon hier, sondern auch noch vom iPhone, was die Kamera anhat. Ja, meine Güte, ich bin am Basteln, ich bin am Tun und am Machen. Es wird alles richtig genial bei den nächsten Malen, aber wir müssen halt live gehen, um festzustellen, wie gut es läuft oder auch halt nicht. Learning by doing. Ja, danke. Ja. Matthias, das ist, weil du schon wieder einfach zu weit weg bist. Aber wir werden es schaffen. Eben. Wir werden es schaffen. Ja, wir haben ganz viele tolle Fragen bekommen über das tolle Portal, was du auch sensationell mit Karchak/live gemacht hast. Ja, geht das in Zukunft jetzt immer so? Immer. Da werde ich immer die nächste Slido-Seite entsprechend mit verlinken, sodass man da... Also das heißt, ab heute... ja. Immer, ja, ich sag mal so, jetzt wird es noch 2-3 Tage da drin bleiben und dann switche ich zum nächsten Event, sodass man dann da auch schon wieder die nächsten Sachen reinstellen kann. Es hängt ja auch davon ab, welches Thema wir nächste Woche dann machen. Das weiß ich jetzt noch nicht, oder weißt du es schon? Jein, also es sind so viele Themen, die spannend sind, plus noch ein Zusatzstream, den wir ja machen wollen, wo wir gesagt haben, wo es dann um das Thema Order geht. Ja. Also es passiert noch Wobei ganz, diesen, ganz viel. Diesen Stream, den werden wir nicht auf einen Montagskanal setzen. Nein. Und so weiter wie hier, weil das wollten wir jetzt an Quatsch geschlossen machen für alle, die Order besitzen. Genau, machen dass wir. Dass man darüber reden kann und auch jetzt nicht irgendwann mal irgendwelche Laien zuschalten können und dann das Geheimnis sehen, weil dafür ist der Trick einfach zu stark. Dankeschön, das freut mich, das geht runter wie Öl. Ja, genau. Aber ich würde sagen, wir starten doch schon mal mit der ersten Frage, mein Lieber. Ich zeig mal einfach, was wir hier für Fragen haben. Kannst du das jetzt echt einblenden? Ja, das ist jetzt eingeblendet und zwar tatsächlich die Top-Frage, die am meisten von euch hochgevotet wurde, ist, wie ist der Philo eigentlich zur Zauberei gekommen? Oder die Zauberei zum Philo. Jungfrau zum Kinde. Soll ich das so beantworten, wie ich das immer beantworte und die Wahrheit sagen? Oder soll ich den Klassiker erzählen mit, ja Freunde, es war Weihnachten 1986. Dein erstes Harry Potter Buch. Mein erstes Harry Potter Buch. Nein, das war es tatsächlich nicht. Ich bin 86. Okay. Ja, da war ich auch schon 6 Jahre alt. Ja, ich werde dieses Jahr 40, ne? Sieht man nicht, oder? Nein. Sieht man nicht. Freunde, ich werde euch die Wahrheit erzählen. Ich habe gar keinen Bezug zur Zauberei gehabt in meinen jungen Jahren, also überhaupt nicht. Und bin dann 2002 ausgewandert aus Deutschland. Okay. Und habe dann ganz lange Jahre in Spanien gelebt und habe da in der Animation gearbeitet. Ich war Animateur. Also zumindest war ich ein Jahr Animateur. Danach war ich schon Tageschef und irgendwann auch Clubchef. Und da hat ein Gast gezaubert und zwar war das erste, was er mir gezeigt hat, Ring Thing von Garrett Thomas. Wow, das ist gleich was Anspruchsvolles. Genau, wer das nicht kennt, The Ring Thing von Garrett Thomas, absoluter Hammer-Effekt. Das hat er mir gezeigt. Er hat den Ring runtergenommen, auf den Finger geworfen und ich wollte das unbedingt wissen. Außerdem kam das bei den Damen sehr gut an. Naja, dann hat der Junge mich auch ein bisschen verarscht, muss man sagen, weil er hat gesagt, komm, ich erzähl dir das.
du gibst mir am Abend einen aus. Das habe ich gemacht. Und dann hat er gesagt, das ist ganz einfach, du musst nur den Ring runternehmen. Und dann wirfst du ihn richtig mit Speed in der Drehung nach oben und versuchst den Finger zu knicken und zu fangen. Das ist geil. Das habe ich dann 3 Stunden gemacht, bis die Fingerkuppe blau war. Oh, ist das cool. Und er mir dann die Wahrheit gesagt hat. Also genauso ist es passiert. Und dann habe ich tatsächlich meine ersten Downloads über damals, ich weiß nicht, darf man sagen, E-Donkey. Das kennt wahrscheinlich die wenigsten, kennen das noch. Ich glaube, Matthias wird es noch kennen. E-Donkey. Und habe mir dann die ersten Penguin-Sachen runtergeladen. Und mein erstes Zaubervideo, wo ich mit die Basics gelernt habe, war Oz Perlman, Born to Perform Card Magic. Ja, ja, ja. Und damit habe ich gestartet. Dann kamen auch schon die ersten Schwammbälle ins Spiel. Und ich habe damals noch bei Illusionist bestellt, nach Spanien bestellt. Das war höllenteuer. Und so bin ich eigentlich zur Zauberei gekommen. Habe dann eigentlich die beste Trainingsfläche gehabt, weil sehr viele Jugendliche, sehr viel Alkohol, also ich konnte mit Betrunkenen üben und das war eigentlich die gute Schule. Außerdem war ich halt entertainmentmäßig da, over the top, ja, genau. In der guten Schule. Und so bin ich eigentlich zur Zauberei gekommen und als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, war ich eher so ein bisschen perspektivlos. Ich wusste nicht mehr, was ich tun soll und dann hat meine damalige Freundin gesagt, werd doch Zauberer. Und ich so, Quatsch, da kann man kein Geld mit verdienen. Und dann habe ich Promotion-Jobs gemacht, um mein Leben zu finanzieren. Und dann nebenzu habe ich die Zauberei aufgebaut und alles, was an Geld in die Zauberei reinkam, habe ich wieder reinvestiert in Website, in mich selber. Vielleicht werdet ihr in Zukunft mal so ein paar alte Bilder von mir sehen, da lacht ihr euch krank. Christian kennt die alten Bilder. Ein paar davon, ja. Also, das ist so, wie bin ich zur Zauberei gekommen und mittlerweile ist es eine Leidenschaft, eine Liebe und ich möchte mein Wissen weitergeben, was ich so in den Jahren erfahren habe. Cool. Ja. Also, du hast recht früh angefangen, recht jung. Ja. Ja. Ich könnte jetzt auch was zu mir sagen, aber ich glaube, ich wurde nicht gefragt, ne? Nee, aber das können wir beim nächsten Mal machen. Aber wobei, du hast ja schon ganz ausführlich geredet bei Matthias. Da gibt es ein ganz tolles Interview mit Christian, wo ich echt super, super, super froh war, dass ihr das gemacht habt, weil du bist einfach, und das, ich weiß, du stapelst tief, aber du bist einfach nochmal der Deutsche in der Zauberer-Szene, der bekannteste von allen. Dich kennt einfach jeder. Dich kennt ein Chris Kenner, dich kennt ein David Copperfield, dich kennt ein Chris Angel, dich kennt ein Dan Sperry, dich kennt Daryl ist auch noch, kennst du auch noch ganz gut. Ich meine, jetzt gibt es ihn nicht mehr, aber du kennst alle. Und du saßt mit allen schon beim Essen. Ja, das stimmt. Das sieht man auch so ein bisschen. Ja, deswegen XL, das passt schon. An Daryl wird es nicht gelegen haben, den Rest habe ich mir selbst angefuttert. Das Künstlersbrot ist der Applaus. Ja, und wir beide kriegen echt viel Applaus. Ja, das könnt ihr euch gerne bei Matthias auf dem Kanal angucken. Vielleicht kann der Matthias das gleich mal verlinken. Das ist ein tolles Interview mit dir, wo man echt ganz, ganz viel über den Karchak erfährt. Ja. Ja, das war jetzt mal die kleine Story, die History zu meiner Person. Oh, there's 43 Ari in English sometime. Yes, we are planning to do the same thing here, the live streaming in English. In English, yeah. Will we manage it today or? Yeah, I think we do it today. Without even announcing anything. Yeah, we do it. We do it today. How can we? Yeah, we go live and then we say hello and we say what we have to do and what we want to do and. Maybe some. Five people will join. In Espanol, we say muy simpático. Yeah, muy solo. Yeah, we will do it for the English people as well. We start with the German because it's much easier to bring the energy in the German thing to feel to yeah. 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 Also we will do this in English as well, and it is planned that we are starting at 6 our time Germany. To do the German version and then 2 hours later we will do the English version. I have not sent out an invitation or a newsletter to announce this. Yeah. And this will be the next newsletter I'm sending out so that the English community, English speaking community will also be able to join. It's a lot of work, guys, and we will do it for you, for the English, for the international part, but we start in German, so we can practice a little bit. Yeah. Yeah. Eben. So, das war das Wort zum Sonntag. Da fühlen wir uns auch ein bisschen Das Wort zum Montag. So, und schon haben wir dann gleich die Thematik. Ich zeige das einmal. Mit welchem Trick geht ihr aus einem schiefgelaufenen Trick? Da hattest du dir schon ein paar Gedanken zu gemacht, da hab ich weil mir, das eine gute Frage war. Das war eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil es gibt eigentlich nicht so wirklich für jedes Ding irgendwie, wo ich sagen kann, ich habe immer das
dasselbe Out für die Effekte. Ich kann euch nur so viel sagen, dass die Sachen, mit denen ich an den Mann gehe, die meistens schon so weit fortgeschritten sind in meiner Performance, dass ich genau weiß, der Trick fängt so an, der Trick hört so auf. Und genau dazwischen, ich weiß genau, in welchen Steps was schief gehen kann. Und genau auf diese Schritte überlege ich mir schon im Vorfeld, was kann ich machen, wenn das und das passiert. Sei es ein ganz billiges Beispiel, ich mache einfach einen Kartentrick, ich muss eine Karte forcieren und ein Kellner rempelt mich an und mir fallen die Karten runter. Brauche ich ein Out für? Kann er nicht sagen, er ist jetzt schuld. Ne? Sondern ich muss mir was überlegen. Also ich habe mir im Endeffekt für alle Situationen bei meinen Effekten was überlegt, wie ich da rauskomme. Und ich freue mich immer, wenn was schief geht, weil meine Outs stärker sind teilweise als der Main-Effekt. Ja? Das heißt, ihr müsst sehr viel Zeit investieren in eure Effekte, guckt genau rein, was kann schief gehen. Ich finde ein Invisible Deck als Kartentrick-Out immer cool. Ja, das stimmt, das kann man immer machen, wenn was schief geht. Aber ich finde, man kann jeden Trick so auseinandernehmen, gedanklich und technisch, dass man immer eine Möglichkeit hat, irgendwas zu finden, wo man sagt, ey cool, hier, das und das könnte ich machen, wenn das und das schief geht. Und dann verliert ihr auch die Angst, wenn was schief geht, und dann geht auch nichts mehr schief. Das ist tatsächlich so. Und außerdem, es muss alles einmal schiefgegangen sein. Ja. Weil es ist auch nicht schlimm, wenn was schiefläuft. Also zum einen, man sollte natürlich nicht zu früh mit irgendeinem Griff, den man noch nicht wirklich beherrscht, sofort auf die Leute losgehen, weil genau. Dann blitzt es. Blitzen sollte es nicht. Es sollte also schon eine runde Nummer werden. Absolut. Aber natürlich kann immer was schiefgehen. Dass man den Spalt verliert, dass man eine Karte fallen lässt, dass einem irgendwie was in der Tasche nicht schnell genug gefunden wird und so weiter und so fort. Klar, jetzt kommt wieder der Klassiker, das Invisible Deck, das kann man ja nehmen, also, aber das ist jetzt auch... Klassisches Beispiel, ja. Bei einer Forcierung zum Beispiel, also wenn ich jetzt wirklich angewiesen bin auf einen Classic Force und ich treffe den Force nicht, du ziehst jetzt mal nicht am Spalt, ja, ja genau, genau so, genau. Perfekt, und ich merke jetzt, scheiße, Entschuldigung, das hat nicht funktioniert. Dann mache ich jetzt Folgendes, ich sage, merk dir die Karte, guck sie dir an. Ja. Du guckst sie dir an, genau, und packst sie wieder rein. Ups, ja. Ja, okay, wir machen es nochmal. Das heißt, ich lasse die Karte einfach ganz ungeschickt fallen, ich habe die gesehen und das ist dann ein Out, wie ich aus einer Classic Force rauskomme. Mache ich tausendmal. Also immer wenn wir... Schauspielen ist aber echt miese Karte gewesen. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Wenn du das live bei mir siehst, ist das eine ganz andere Nummer. Aber das funktioniert hervorragend. Ich merke... Außerdem, jetzt mal ohne Witz, du könntest genauso gut auch sagen, ach, ich wollte eigentlich eine ganz andere Karte forcieren. Ja. Könntest du auch sagen. Klar. Also eigentlich hättest du die Karte daneben nehmen sollen. Einfach mal aus Spaß. Ich sag mal so, wer den Humor dabei nicht vergisst und dabei charmant bleibt, der kann sich so ziemlich alles leisten. Da kann man auch einen Fehler machen. Man kann auch wirklich auch Fehler mal machen. Sagen, das hat jetzt nicht hingehauen, zeige ich euch beim nächsten Mal. Also, genau. Find ich auch nicht schlimm. Und du hast es schon mal gesehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den Trick kennt von Pit Hartling. Ist auch einer meiner Lieblingseffekte. Der heißt Chaos-Effekt. Ja. Da seid ihr darauf angewiesen, dass ihr die Technik absolut beherrscht. Und in dem Moment, wenn ihr das Kartenspiel aufstreift und das ist komplett gemischt, gibt es kein Out mehr. Und ich hatte die Situation oft genug. Nur meine Art der Performance ist, mit Gästen umzugehen. Wir sind immer auf Augenhöhe. Wichtig ist, dass ihr nicht der Zampano seid, der die Leute vorführt, dass wir Leute verarschen können, Freunde. Das wissen wir. Das brauchen wir niemand beweisen. Wichtig ist, dass ihr mit den Leuten gemeinsam Spaß habt. Und wenn ihr mit den Leuten Spaß habt und auf Augenhöhe seid und euch geht was schief, dann ist das fucking nochmal egal. Absolut. Die Leute lachen und haben Spaß. Ich habe in meiner Theatershow das Finale verkackt. Es war keine Pik-Dame, es war eine Herz-Dame. Ich weiß schon, dass wir hier livestreamen, die ganzen Worte, die kriege ich nicht alle rausgepiept. Okay, piep. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich habe diesen Trick einfach versemmelt, ja. Aber das hat die Leute gar nicht mehr interessiert, weil die Geschichte dahinter so emotional war und weil wir einfach einen tollen Abend hatten. Und wenn ihr auf Augenhöhe seid mit eurem Publikum, dann ist das auch mal nicht schlimm, wenn man sagt, ey, ganz ehrlich, hätte euch das gewundert, wenn das funktioniert hätte? Ja, mich auch. Da kann man mit einem Spruch auch rauskommen, das ist wirklich gar kein Problem. Wobei, natürlich, also man kann genauso gut auch mal hinkommen und sich die Kunststücke, die man sowieso an dem Abend vorführen möchte oder an dem Tag, kann man sich auch hinschreiben. Man sollte ja eh ein Skript haben, welche Kunststücke werde ich vorführen. Und sich dann auch wirklich so ziemlich alles überlegen, was schief gehen könnte. Absolut. Das ist, wie beim Vertrieb heißt es, Einwandbehandlung.
Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo jemanden anrufen würde und sagen, oder ihr steht bei mir vor der, hier vor dem Tisch, ich führe euch ein Kunststück vor und dann kommt aber, dann habe ich so ziemlich alle Abers schon irgendwann mal gehört, dass ich auf alles reagieren könnte und auch erzählen könnte, ohne jetzt zu überreden, sondern zu überzeugen, dass ich mit Einwandbehandlungen umgehen kann. Und genau das ist das auch, wenn etwas schief läuft, dann solltet ihr euch mal überlegt haben, einfach, okay, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Könnte ich irgendwie wechseln? Könnte ich das Ganze umschiffen? Und das muss man einfach, diese Meilen muss man gesammelt haben. Sagt auch Jeff McBride, nichts ist, also man muss es einfach 10.000 Mal vorgeführt haben, dann ist jede Routine perfekt. Ja. Übrigens, es gibt eine ganz tolle Anekdote, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn man tatsächlich jetzt zum Profi-Zauberer wird und immer wieder die gleichen Kunststücke vorführt, das machen Profis halt so, die haben nicht so viele Kunststücke, aber dafür diese dann sehr, sehr stark, die werden irgendwann müde. Und man merkt das dann selber, man geht in so einen Autopilotenmodus und das macht dann einfach nicht mehr so richtig Spaß. Und man ist dann irgendwie, teilweise ist man an dem Tisch und zaubert dort und hat so das Gefühl, dass man neben sich quasi steht in dem Moment und auf sich hinschaut und sagt, was mache ich hier gerade eigentlich? Du kriegst das gar nicht mehr mit, wie du selber wirklich interagierst und sonst was. Und diese Müdigkeit, diesen Autopiloten, den versuchen Zauberer auch dadurch zu beheben, also Profis, indem sie ja mal ein anderes Kunststück einfließen lassen. Oder aber, und das war eine ganz geniale Geschichte, dass der David Stone und sein Kollege, die damals in Saint-Tropez sehr häufig gezaubert haben mir mal die Geschichte erzählt, die haben zeitgleich bei den VIPs und so weiter gezaubert und hatten natürlich mehrere Kunststücke dabei in ihren Taschen und sind dann von Tisch zu Tisch gegangen. Die haben aber vorher sich gegenseitig irgendeinen Gegenstand, den man zum Zaubern braucht, aus der Tasche geklaut. Aber man wusste es halt nicht, was denn jetzt genau fehlt. Das bringt einen echt auf die Zehenspitzen. Da ist man dann, okay, klappt jetzt das nächste Kunststück oder nicht? Oder fehlt mir jetzt mal die Daumenspitze? Oder ist das Tuch nicht da? Oder ein Schwammball? Mega genial. Aber damit kriegt man dann nochmal eine ganz andere Variation an. Und das okay, kann man, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Und das kann man üben. Natürlich also ich habe das jahrelang, also ich übe das immer noch, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, die auch zaubern, dass wir im Restaurant uns einfach mal einen Gegenstand geben oder zwei und sagen, hier, du hast jetzt irgendwie 10 Sekunden Zeit, um dir was zu überlegen, Magisches damit zu tun. Zauber-Olympiade, das haben die fertigen Finger. Fertigen Finger haben das gemacht. Genau. Zu der Frage, ja, wir kennen, beide Juan Tamaris schon mal kennengelernt und auch schon mehrfach live erlebt, war gerade eine Frage. Ah, okay. Ja, also ich habe wirklich mein Spanisch gelernt für Juan Tamaris, weil ich mit ihm einfach auf Spanisch reden wollte und ihn auch verstehen wollte, weil es geht halt, sein Englisch ist jetzt auch nicht so pralle. Und mich hat es wirklich interessiert, mal noch eine neue Sprache zu lernen. Ja, und das ist eine tolle Herausforderung, wenn man ein echtes Ziel einfach vor Augen hat. Wenn es sich lohnt, dann macht man das auch sehr gerne. Das absolut. Ach ja, hier Patrick ist auch da. Patrick, Grüße nach Österreich gehen raus. Wir haben es immer nicht geschafft zu telefonieren. Sorry an der Stelle. Aber Patrick war an dem Abend dabei, wo ich meinen Trick versemmelt habe. Und ich glaube, es war wirklich egal. Jeder kann Patrick fragen im Chat, der war live dabei. Cool. Wir machen mal das nächste hier. Das nächste. Lieblingszauberkunststück. Ich soll nicht Order sagen. Order ist tatsächlich auch nicht mein Lieblingskunststück. Dieses Kunststück ist mir irgendwie zugeflogen und ist jetzt wie ein Fluch. Ist jetzt einfach da, geht auch nicht mehr weg und ist auch gut. Nee, mein Lieblingskunststück in der Kartenmagie ist tatsächlich für mich Order. Nicht Order. Okay. Chaos von Pit Hartling, weil ich da so viel Zeit investiert habe. Mir hat das Kunststück damals ein guter Freund gezeigt aus Nürnberg, Alexander Kölle. Nochmal Dankeschön für dieses Kunststück und beigebracht. Und ich habe es echt trainiert. Es hat sehr viel mit Faros zu tun, Publikummanagement. Habe sehr viel Zeit investiert und ich bin immer noch total happy, dass ich es vorführe. Und ansonsten meine Mentalroutinen liebe ich sowieso. Aber das ist so mein Baby, wo ich echt sage, ey, das ist so ein toller Effekt und steckt so viel Arbeit auf jeden Fall drin. Und deiner? Meiner war über viele Jahre, das war eine Empfehlung von Alexander Christ aus München, Christ und Münch damals, das Theater. Sehr, sehr guter Freund, ohne ihn würde es Karczak in der heutigen Form so nicht geben. Er hatte mir damals ein Kunststück empfohlen, das habe ich dann verwandelt in Mona Lisas Geheimnis. Mhm. Das war ein ganz tolles Kunststück, was mir sehr gut gefiel und das habe ich dann als eins der ersten Karczak-Produkte tatsächlich vermarktet.
macht irrsinnig viel Spaß. Ach, da gibt es übrigens auch einen mit dem magischen Souvenir. Hatten wir die Frage schon? Nein, die kommt erst noch. Da fällt mir nämlich das ein. Ich habe nämlich jede Menge Mona Lisas hier, die man weggeben könnte zum Schluss. So, okay. Also Mona Lisas Geheimnis war eins. Und dann gibt es eine sehr lange Geschichte, warum Metamorphosis bei mir ein absolutes Lieblingskunststück ist. Also wo ich mal gebucht war, habe ich irgendwann mal tatsächlich alle anderen Zauberkunststücke weggelassen und bin wirklich von Frau zu Frau gegangen und habe einfach nur Metamorphosis vorgeführt. Mit den Schmetterlingen, ne? Ja, natürlich. Und ist ein mega starkes Kunststück, sehr emotional, sehr stark. Und das hat mir an dem Abend gereicht. Und es gibt es auch bei dir im Shop. Ja, gibt es immer noch. Und das gibt's eine längere Geschichte zu. Ich glaube, die erzähle ich auch bei der Anleitung. Ja. Guckt es euch mal an. Es gibt sicherlich da Informationen auf der Karchak-Seite. Ja, das ist einer von meinen älteren Kunststücken, aber immer noch. Und so viele Lieblingskunststücke mittlerweile, das ist echt schwierig zu sagen. Ja, es ist natürlich immer, ehrlich gesagt, es sind meine Lieblingskunststücke immer die, an denen ich gerade arbeite. Und ich kann euch sagen, jetzt das letzte Wochenende war ich wieder sehr beschäftigt, davor das Wochenende, es kommen hammertolle Kunststücke auf uns zu. Ja, wir haben so viele Pipeline noch, das ist Wahnsinn. Ja, also es werden einige Mentalsachen sein, es werden, meine Güte, mehrere Kunststücke, zwei mit Doubledecker sein, zwei mit... Es kommt noch was, der Herr Berger hat auch noch was im Petto, was wir mit ihm zusammen... Matthias hat auch noch was, da ist auch schon ein bisschen zwei Sachen sogar, ja. Auf jeden Fall. Da freuen wir uns auch schon. Also es passiert hier sehr, sehr viel in Zukunft und heute haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch. Heute kommt ja auch einer meiner Lieblingseffekte, das CO. Ja. Das CO und ich glaube, heute gehen vielleicht sogar zwei Leute glücklich hier aus dem Stream raus, wenn sie lange genug dabei bleiben. Und je nachdem, wie sie sich dann selber anstellen, könnten sie noch andere Leute glücklich machen. Aber das ist dann ein anderes Thema, wenn wir darauf dann eingehen. Das stimmt. Ja. Nochmal die nächste Frage. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, ein Merch zu machen? Ist die nächste Frage. Jo, was ist die Frage dabei? Ich kann euch das genau sagen. Also der Christian hat mal irgendwann diese geilen Shirts gehabt, wo hinten drauf steht No Bicycle. Das ist wirklich irrsinnig lange her. Sehr, genau. Sehr lange her und ich habe gesagt, das ist cool und dann haben wir für Blackpool, ich weiß noch, mein erstes Mal Blackpool war ich komplett gesetupt. Ich hatte alles produziert, ich hatte Cappies und das ist genau das allererste Shirt von der ersten Convention. Und echt? Ja, das ist genau das. Das ist eine coole, Qualität. Okay, ja, dann bin ich begeistert. 2013 oder 2014. Hammer. Also das ist wesentlich besser als die T-Shirts, die ich damals produziert habe. Die habe ich damals übrigens in Amerika produziert. Und irgendwie ist das nicht so super. Und ja, ich habe damals sind die aufgeplatzt und so weiter. Ich habe damals schon zu dir gesagt, geil wäre das, wenn wir so einen Merch haben. Das Ding ist, was man sich nicht vorstellen kann, ist, was hier los ist. Es ist brutal. Christian hat so viel zu tun und bis man mal an den Punkt kommt zu sagen, ey, man kümmert sich jetzt um Merch. Ich glaube, diese ganze Krise, die hat uns beide auch nochmal ganz eng zusammengeschweißt. Und dadurch ist ja auch dieses Ganze hier entstanden. Das wäre, glaube ich, nicht entstanden, wenn wir diese Krise nicht gehabt hätten. Nicht in der Form wahrscheinlich. Und Merch... Ja, ich würde jetzt immer noch wieder durch die Weltgeschichte reisen und auf irgendwelchen Conventions sein, rund um den Globus. Also ich habe jetzt schon mal nachgeguckt, was ich alles verpasst habe, aber das haben wir alle verpasst. Das war zum einen FISM Europa in Spanien, ja. Dazu gehört Taiwan, dazu gehört Amerika mehrfach und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich würde so ziemlich alles tun, außer jetzt nach Amerika reisen. Das ist so das Letzte, was mir jetzt im Moment gerade einfallen würde, logisch. Und dann hat Merch angefangen, eigentlich erst mit den Geschichten, die ich dann angefangen habe zu machen. Dann haben wir gesagt, komm, Karchak, wäre auch geil, hast du mit Stefan telefoniert? Und ja. So ging das dann. Also im Endeffekt passiert das, was ihr hier seht, von dem Studio über T-Shirts, da geht es gar nicht mehr darum, wer hat welche Idee gehabt, sondern das passiert, wenn Menschen zusammenhalten und einfach Bock haben, irgendwas zu machen. Dann entsteht das mit Liebe und dann passieren halt einzelne Elemente, die dazukommen und deswegen ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist. Ja, man ist keine Insel. Also genau. Wir haben jetzt, wir planen jetzt mal drei verschiedene T-Shirts. Mhm. Das eine, das wäre halt das hier, was ich hatte, das andere mit den 5 Karten ausgestreift, was ich letzte Woche anhatte. Und ich denke mal, das Preisniveau wird so im Bereich von 20 Euro liegen pro Shirt. Roundabout. Roundabout, ja. Also genau. Nicht mehr als 20, glaube ich. Gut, und dann könnten wir jetzt auch schon zur nächsten Frage kommen. Ich blende die mal ganz kurz ein. Und zwar, könnt ihr etwas zum Rauglatt-Set von euch erzählen? Ja, also das Rauglatt-Set, das ist damals entstanden. Früher hat man einen Mattlack genommen oder das, was viele
Zauberhändler früher hatten, war dieses Krylon. Nein, nicht Krylon, Testors hieß das. So eine kleinere Sprühdose, die ist irrsinnig schwer zu bekommen hier in Deutschland, eigentlich nahezu unmöglich. Und das ist ein extrem stark haftendes Rauglatt-Spray. Und das wird eigentlich dazu genutzt im Modellbau, wenn man diese Militärfahrzeuge oder Militärflugzeuge und so weiter baut und die dann lackiert, dass man denen dann diesen Look gibt von, diesem richtig rauen Look von Militärfahrzeugen. Mhm. Und dafür wurde das eingesetzt. Und diese kleinen Döschen wurden dann von Zauberhändlern übernommen. Da wurde meistens dann ein anderes Label draufgeklebt und dann als Zauberspray und so weiter verkauft. Ja, also es gab nicht wirklich einen richtig guten Lack. Und ich habe dann eine Firma mir ausgesucht. Im Endeffekt haben wir Experimente gemacht zwischen Mattlack und Glanzlack und habe dann angefangen, diese Komponenten zu mischen, weil Mattlack mir zu matt war und Glanzlack nicht haftete und habe dann eine prozentuale Menge gefunden, die wunderbar funktioniert. Das heißt, es hat einen tollen Rauglatt-Effekt. Das war noch vor Science Fiction, hat also einen guten Rauglatt-Effekt. Mhm. Aber es verändert nicht die... das Material an sich. Dass es immer noch diesen Lichtreflexion hat. Mhm. Also es wirkt nicht matt wie bei Testors. Weil bei Testors, da merkt man sofort, oh wow, da ist ja jeglicher Glanz verloren. Und da ist es immer noch glänzend, so ein Seidenglanz, aber es hat halt diese Fähigkeit von Haftung. Und der Punkt dazu ist, als ich selber dann Kartenspiele sprühen musste, Invisible Decks etc., habe ich mir lang und breit überlegt und hatte tatsächlich, als ich in Ungarn bei einigen Zauberkollegen war, im Sommer fiel mir dann auf, Mensch, jetzt habe ich die Lösung, wie ich denn diese Karten alle positionieren könnte, dass die mir nicht rumfliegen, während ich die Karten einsprühe. Und hatte dann meinen Vater ein erstes Holzgitter bauen lassen, wie ein Setzkasten. Ein Setzkasten ohne Rückseite. So dass ich also dort quasi die Karten reinplatzieren konnte in diesen Setzkasten, dass sie nicht mehr rumfliegen. Aber das, also... Was du jetzt hast, ist schon natürlich eine Spur... Nochmal ein paar Kategorien höher, aber dieses Holzgitter, das Holzgestell habe ich immer noch in der Garage liegen. Mhm. Und es war ein Mordsaufwand von meinem Vater, das Ding zu bauen. Das war wirklich mit viel Segen und viel Liebe gemacht. Da sind wir heute ein bisschen weiter. Auf jeden Fall, das Gitter war für mich einfach sinnvoll. Das hat sich als sinnvoll erwiesen. Mhm. Und wie üblich, unter der Dusche habe ich die besten Ideen. Da kam ich dann auf die Idee, das Ganze dann auch aus Pappe zu machen, dass man also dann Kanten hochbiegen kann und also flach lagern, dass ich euch also auch ein gesamtes Sprühgitter geben könnte, wo ihr ein ganzes Kartenspiel präparieren könnt auf einen Schwung, 52 Karten, indem ihr einfach dann bestimmte Sachen hochbiegt und die Karten dort einlegen könnt und die dann nicht mehr rumfliegen können. Deswegen also dieses Rauglatt-Sprühset. Frage beantwortet? Ich würde sagen, ne? Ich würde sagen, absolut. Gut. Was haben wir noch? Ist Science Fiction und Rauglatt vergleichbar? Ist eins besser oder nur anders? Ich würde sagen, ja. Also. Ja und ja. Rauglatt ist. Ich würde sagen, es ist. Darf ich als Profi sagen, wie ich sehe? Ja. Ich finde es besser und anders. Ich nutze auch lieber Science Fiction zur Präparation von Spielen. Es ist effektiver. Es ist leider teurer in der Produktion, wesentlich teurer in der Produktion. Aber die Möglichkeit, dass man keine Partnerkarte braucht, damit dieses Spray funktioniert. Also bei Rauglatt ist es so, ich sprühe beide Seiten. Wenn die aufeinander kommen, dann haften die. Wenn ich jetzt eine Karte umdrehe, wird es weiter gleiten. Genau. Das gibt manche Effekte, wo genau diese Notwendigkeit ist, dass wenn ich die umdrehe, dass dann diese Karte, diese Eigenschaft des Rauglatt verloren geht. Wenn ich jetzt bei Science Fiction eine Karte präpariere und die Karte ist nur diese hier, die besprüht ist, dann muss die hier gar nicht mehr präpariert sein und haftet. Allerdings, wenn ich die jetzt umdrehen würde, haftet die immer noch. Genau. Das heißt, möglicherweise ist für ein bestimmtes Kunststück es gar nicht notwendig oder nicht zielführend, wenn diese eine Karte immer mit der nächsten reagiert. Manchmal brauche ich genau dieses eine Paar, das jetzt reagiert und dann halt nicht. Das muss ich einfach abwägen. Generell muss ich aber sagen, dass natürlich Science Fiction wesentlich effektiver ist. Ja. Es müssen wesentlich weniger Karten präpariert werden und es bietet viel, viel mehr Möglichkeiten. Also auch das eine tolle Erfindung. Damals von Alexander Kölle ins Leben gerufen, ein fantastisches Material. Und mittlerweile wird damit alles gemacht, weil das wirklich so toll ist. Also wie gesagt, wir haben da schon mal drüber gesprochen, das Invisible Deck, was ich 2014 gesprüht habe, das einzige Problem an diesem Invisible Deck ist, dass es noch kein Large Index ist. Und deswegen
Okay. Es ist, aber es ist noch keinem aufgefallen, wenn ich es geswitcht habe. Kann man aber nochmal wieder... Kann man wieder mal neu einspielen. Ja. Also das Set von Science Friction, das kann ich euch sowieso nur empfehlen. Da sind ganz tolle Effekte drauf, auch wie der One Card Collector, dieser Sandwich-Effekt. Ich habe noch nie einen stärkeren oder saubereren Sandwich-Effekt gesehen wie den. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so clean. Ja, ist es. Ganz toll. Also Science Friction, guckt euch das Set an. Es ist ein Träumchen. Und einfach mal das Video One Card Collector. One Card Collector findet ihr bei YouTube auch was. Das ist wirklich ein Träumchen. Ja. Dann haben wir die nächste Frage. Und zwar, kann man den Toastmaster von Wolfgang Moser auch im Close-Up-Bereich vorführen? Und ich habe es rausgesucht. Ne? Der Chris Smith hat es... Erstmal muss ich ausholen. Ja, hol aus. Ich glaub, hol aus. Und dann, aber dann sagst du was dazu. Ah. Okay. Warte mal, ich muss mal wieder umschalten. Und zwar, hier sind wir wieder. Ja. Als erstes beim Toastmaster ist leider notwendig, dass man ein Jackett, eine Jacke oder eine Weste trägt, weil man etwas verbergen muss. Aha. Anders geht's nicht. Das heißt, arbeitest du lieber im T-Shirt, ist der Toastmaster nichts für dich. Ansonsten kann man den auch vorführen, allerdings, ich wüsste jetzt nicht, ob das Ganze so sinnvoll ist. Wobei, ich kann dir was dazu sagen, das haben wir einmal gemacht, da hatte ich noch jede Menge Toastmaster übrig. Und es gab abends an dem bei einem Kongress in Spanien, gab es eine Bewirtung. Und es ist ja quasi ein Holdout für ein Sektglas. Ein Holdout heißt übrigens eine Halterung. Eine Halterung, ja. Und zwar, und das Problem war, wenn man jetzt also dort sich dann das Essen auf den Teller getan hatte und mit der einen Hand quasi jetzt essen wollte, die andere mit der Gabel und so weiter, wohin dann das Glas? An meine ganzen Freunde die Toastmaster verteilt. Ehrlich? Ja, klar. Und dann hatte jeder sein Sektglas und konnte da ganz entspannt essen und trinken und hatte immer eine Hand frei. Okay, das ist coole Idee, oder? Das ist praktisch. Achso, den Chat einblenden. Das schaffen wir. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das müssen wir uns mit beschäftigen. Nee, das ist auch ein ganz anderes System. Also wir arbeiten hier nicht mit einem Computer, der uns hier ins Internet bringt, sondern es ist ein externes Gerät, das direkt sich mit dem Internet verbindet. Also nein. Ich arbeite dran. So. Ich arbeite dran. Ich wollte es diese Woche schon hinbekommen. Hat noch nicht funktioniert. Ich habe da so ein bisschen schon rumgefummelt. Das bekommen wir irgendwie auch noch hin, aber nicht so, wie ich es mir gedacht habe. So. Schade, schade, schade. Genau, perfekt. Also, jetzt kommen wir nochmal zurück zu Sorry. Toastmaster. Genau. Also ich finde, ein wahnsinnig tolles Kunststück, was man auch einsetzen könnte, das nennt sich Drink Up. Drink Up. Drink Up, und das kommt von Magic Smith, von meinem Freund aus Las Vegas. Ich schreibe mal in magicsmith.com. Smith.com. Er hatte diesen Trick längere Zeit vom Markt genommen, dummerweise. Und ich habe ihn immer wieder genervt. Ich möchte ganz gerne, dass... Wie heißt es noch? Drink Up. Drink Up. Ja. Und das ist so ein geniales Kunststück, weil man dort an einen Tisch gehen kann, an einen beliebigen Tisch, wo halt auch Gläser rumstehen und so weiter. Man hat ein Tuch, was man leer vorzeigen kann. Und dann legt man sich dieses Tuch einfach so auf die Hand. Und das ist mega genial. Und auf einmal wächst dort von unten, also aus dem flachen Tuch, kommt ein Glas hoch. Mhm. Und dann zieht man das Tuch weg und dann hat man tatsächlich das Glas in der Hand. Das ist ein tolles Kunststück. Ich glaube, dass man sogar ein Video sehen kann bei ihm auf der Seite. Ja, wenn ich das bestimmt. Ja, ja. Also guck mal drauf, ich habe den Link reingesetzt in die in den Chat. Ja, ich weiß, Chat ist besser, wenn man dann lesen kann, aber das kriegen wir hin, Freunde. Ja. Alles gut, alles entspannt, kriegen wir alles hin. Wunderbar. So, dann haben wir das auch. Nächstes, guck mal. Könnt ihr über das Mindpower Deck und über Mindpower Traveler sprechen? PS, ihr macht echt coole Livestreams. Ja, ganz herzlichen Dank an euch. Ohne euch geht es nicht, weil wir könnten zwar live sein, aber ohne euch macht es kaum Sinn. Deswegen herzlichen Dank, dass ihr alle dabei seid und immer noch fleißig mitchattet und einfach diese Momente mit uns teilt. Danke. Mein Power Deck habe ich zum ersten Mal erleben dürfen und ich habe es gesehen, performt von Darren Brown. Ja. Oh, was? Ja. Ach so, die Nummer, ja, wow. Ja, klar. Ja, wow. Mit Smoke, ja. Freunde, also im Endeffekt, nur um es mal kurz zu fassen, hiermit, das Mindpower-Deck, habt ihr folgende Möglichkeiten. Ihr streift das Kartenspiel auf dem Tisch auf. Der Zuschauer, oder aus der Hand, der Zuschauer darf ohne eine Karte zu ziehen, sich einfach eine von diesen merken. Übrigens dann auch gut bei der Videokamera, Zoom etc. Für Zoom super, also im Endeffekt sieht das dann so aus.
Man kann das wirklich so in die Kamera. Wir haben eine Top-Kamera. Wir haben eine Top-Kamera, genau. Der Zuschauer kann sich hier irgendeine Karte aussuchen. Ich mache das jetzt mal nicht zu lang. Auf jeden Fall, es kann jetzt eine beliebige Karte gewählt werden. Und dann geht's los. Dann wird diese Karte tatsächlich gefunden, genannt, wie auch immer. Und die Karte verschwindet noch danach. Also erst kannst du, ja. Bei dem Mindpower Deck, nein. Sie will erscheinen, sie ist genau einmal dort drin. Oder redest du jetzt von dem Darren Brown Effekt? Ach so, ja, nee, die ist weg. Ja, ja, beim Darren Brown Effekt ist sie weg und erscheint in einer gerauchten Zigarette. Oder in der Hosentasche. Oder wo auch immer, genau. Aber normalerweise ist die eigentliche Routine, dass ich deine Gedanken lese und dann genau diese eine Karte aus dem Spiel heraushole. Geht. Aber das, geil. Das ist die Standardroutine von John Kennedy. Okay, und ich finde die aber schöner, wenn das wirklich dann hinterher auch noch verschwindet und dann taucht die woanders auf. Ja, also es ist im Prinzip wie Get Sharky ohne Anfassen. Genau. Ja. Und der Traveler, das ist so der Zwischenstep, ne? Ja, da gibt es eine eigene Geschichte zu, die du auch gar nicht so kennen dürftest. Also im Endeffekt, es gab... Aber du kannst es doch einmal hier zeigen und dann... Wie heißt das nochmal? War das ein Kunststück 52-1? Ja. Das, ne? Das war im Prinzip, wo man auch ein Kartenspiel ausstreift. Es ist nicht von Karchak erschienen und da konnte man dann anheben und beziehungsweise der Zuschauer hat sich wieder eine Karte gewählt, hat dann entsprechend gesagt, war eine hohe Karte, eine niedrige Karte, wie auch immer. Man hebt ab und sagt, war es die Karte? So ungefähr. Oder er hebt selber ab oder wie auch immer. Dieses Kunststück ist zeitgleich von Mark Mason und mir entwickelt worden. Okay. Entweder war das ein purer, dummer Zufall, dass zeitgleich zwei Engländer auf die gleiche Idee gekommen sind, oder aber derjenige, der das Kunststück an Mark Mason verkauft hatte, um es zu veröffentlichen, hat zu früh zu vielen Leuten davon erzählt, sodass also jemand anders das dann vermarktet hatte, bevor wir überhaupt das dann rausbringen konnten. Auf jeden Fall, ich kann euch sagen, es war, ich glaube jetzt schon wiederum fast 2 Jahre her, dass wir in die Produktion gingen. Wir hatten Prototypen, alles da. Genau das gleiche Kunststück in Phoenix kann ich heute produzieren. Ein bisschen bessere Handhabung, finde ich, weil wir da drauf dran gearbeitet haben. Zum Schluss haben wir kurz vor Weihnachten, es war schon in der Druck da, wir waren schon dabei, die Demo-Videos und die Performance-Videos zu filmen. Es war so eine Kooperation, Mark Mason und ich, weil er sagte, das ist doch ein Mindpower-Deck, im Prinzip ein abgespecktes Mindpower-Deck. Und deswegen hat er sich lange davor gesträubt. Da ich aber die Rechte am Mindpower Deck gekauft habe, haben wir es dann gemeinsam veröffentlichen wollen. Ja, und dann zu Weihnachten, während der Produktion bei US Playing Card, kam dann der große Knall. Ein anderes Unternehmen hat dann 52-1 rausgebracht. Und Marc und ich haben dann die Notbremse gezogen und sind ausgestiegen und haben gesagt, okay, bevor wir jetzt in irgendeiner Art und Weise dort... ich sag mal, eine blöde Diskussion breitreten im Magic Café oder sonst was in der Magic Community, veröffentlichen wir das Kunststück nicht. Und das hat mich mal ganz schön genervt und gereizt und sonst was. Und dann kam ich auf die Idee, weißt du was, da ist jetzt einer, der einfach das Mindpower Deck, ohne die Rechte zu haben, kopiert und ein bisschen verändert. Und das kriege ich auch hin. Und dann bin ich hingegangen und habe diesen Mindpower Traveler entwickelt. Wobei ich da auch so ein paar Ideen zusammengefasst habe. Da ist was von Alexander Kölle dabei, da ist was von Mark Mason dabei und ein bisschen was von mir. Und ja, es ist ein tolles Kunststück. Also im Endeffekt geht es darum, ich kann hier halt zwei Damen vorzeigen. Und ja, kann man machen. Also hier sind hier sind also die zwei Damen. Und nachdem also eine Karte gewählt wurde, könnte eine... Muss ins Bild. Ja, ich gehe wieder zurück ins Bild. Sagen wir mal, der Karo König wurde gewählt. Ja. Dann erscheint dieser Karo König genau in der Mitte der beiden Damen. Und danach verschwindet er wieder und ist einfach weg. Und taucht dann wiederum in der Hosentasche auf oder wo auch immer, wenn man den dann erscheinen lassen möchte. Das kann man dann entsprechend so umsetzen. Sieht abgefahren aus auf dem Video. Natürlich, das hoffe ich doch. Guck dir das an. Ja, zack, und weg ist das. Also das ist so ein Zwischenstep. Tolle Sache. Kann man sehr viel rausholen aus der ganzen Nummer. Es ist ein fantastisches Kunststück. Es ist wirklich, das werden wir jetzt auch nochmal in den Newsletter reinpacken, dieses ganze Set. Vielleicht auch nochmal zu einem Hammer-Kampfpreis. Also wirklich ein schönes Kunststück. Lassen wir uns das einfallen für euch, Freunde. Guckt euch aber auch gerne nochmal die Performance an von Darren Brown bei YouTube. Findet ihr die? Das findet man. Also wenn ihr eingebt, einer der Moderatoren, sucht doch mal bitte Darren Brown, Stephen Fry, Magic.
Ich denke, mit den drei Wortbegriffen, das ist, war eine BBC-Folge. Ja. Und das sind, da sitzen die ganz bequem am Tisch am rauchen. Tisch. Das kann man heutzutage halt nicht mehr bringen. Ja. Dieses, ich sag mal, lass uns mal rausgehen. Ich muss dir einen Trick zeigen mit einer Zigarette und ich kann halt nur draußen rauchen. Ja. Macht man nicht. Aber eine tolle, tolle Routine. Guckt es euch an. Ich würde sagen, Christian, wir geben Gas, weil wir haben ja auch noch so ein kleines Überraschungschen für alle vor und wir wollen ja nochmal zur nächsten Frage kommen. Okay, dann kommen wir doch mal zur nächsten Frage, die da lautet, oh. Gibt es noch mehr Decks mit versteckten Markierungen außer das Tripper-Deck? Ups, mit versteckten Markierungen. Ja, klar. Ja. Und? Ja, damit ist die Frage beantwortet. Gibt oder? Es. Und nächste Frage. warum sollte ich von Balzigel zu Phönix wechseln? Also welche Vorteile? Habt ihr noch eine Stunde? Ja, wenn ich es mal so als damals, wo ich noch selber auch eher Kunde bei dir war und auch ich habe auch den Ausstieg gemacht von Bicycle und ich weiß das noch wie heute, ich habe mir damals noch bei Zauberschuppen alles an Bicycle-Spielen gekauft, weil die im Angebot waren und hatte dann irgendwie von den alten Designs, das alte Bicycle-Design, noch irgendwie 180 Decks in Blau und in Rot. Altes Design meinst du die Schachtel? Die Schachtel, genau. Alte Schachtel-Design. Ja, ja, ja. Und dann habe ich dich kennengelernt und dann kam eben Phönix ins Spiel. Und man muss einfach so sagen, die Qualität von Bicycle, die ich immer befürwortet habe, das war die Master Edition. Die Master Decks, ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile noch gibt. Die haben aber, da hat das Deck gekostet, ich glaube 5,80 Euro oder so. Das kam, glaube ich, später sogar. Es gab zeitgleich zu meinen Kartenspielen kam auch der Richard Turner. Kurz vor mir kam der Richard Turner und hat das Gold Seal rausgebracht. Genau, da habe ich übrigens auch nochmal zwei Bricks von zu Hause, von den Gold Seals, nicht geöffnet. Aber dieses alte Design hatte ich dann eben da rumfliegen. Aber es war nicht die Master-Qualität. Also Master Edition von Bicycle, auch die heutige, das neue Elite-Deck, ist noch lange nicht so gut wie das, was du hier hast. Ja. Und was ich gemerkt habe, war einfach, die Pharos gingen einfach viel, viel einfacher mit deinem Deck und das One-Way-Design auf beiden Seiten. Das sind einfach Upgrades gewesen, die für mich entscheidend waren. Und ich finde das Design hier schöner als dieser nackte Engel, der Fahrrad fährt. Ja, also im Endeffekt geht es dabei um Folgendes. Ich versuche mit einem Satz immer zu sagen, ein Bicycle-Spiel ist ein Pokerspiel, was zum Zaubern genutzt werden kann. Ein Phönix-Spiel ist ein Zauberkartenspiel, das man auch zum Pokerspielen nutzen könnte. Genau. Es hat also einfach versteckte Eigenschaften, speziell für Zauberer. Es ist für Zauberer ausgelegt. Das Bicycle-Spiel ist einfach ein Massenprodukt für den Supermarkt. Entsprechend ist auch die Qualität. Genau. Es ist immer noch wesentlich bessere Qualität als ein Altenburger-Spiel, irgendein Skatspiel, was man hier in Deutschland kaufen würde. Ja. Braucht man nicht drüber nachdenken. Es hat aber nicht die gleiche Qualität wie ein Phönix-Kartenspiel. Bedingt dadurch, es gibt halt verschiedene Qualitätslevel, erkläre ich auch bei releasethepower.com auf dieser Webseite, erkläre ich das auch sehr detailliert. Es gibt halt verschiedene Qualitätsstufen, die man bei US Playing Card leider auch bezahlen muss. Und zwischen Supermarktqualität Bicycle und der Phönix-Qualität Casino ist ein himmelweiter Unterschied, was die Farbtreue angeht, dass die Rückseiten alle die gleiche Farbe haben, dass wie sehr zentriert geschnitten wird und so weiter und so fort. Also ihr bekommt einfach eine wesentlich bessere Qualität. Das andere ist eine Lotterie. Manchmal kann man damit ein Faro machen, manchmal nicht, je nachdem wie alt die Messer werden. Bei mir ist Bedingung, dass die Messer immer frisch geschärft werden, bevor es dann in die Produktion geht. Und ich mache speziell keine größeren Mengen wie US Playing Card Bicycle, die machen Millionen. Und da werden die Messer einfach über der Ohr stumpf und bevor die dann wieder geschärft werden. Genau. So, warum von Copac zu Phönix? Kann ich dir ganz einfach sagen in einem Wort. Gimmickkarten, Trickspiele. Also klar, ich habe auch ein Copac-Spiel zu Hause. Ich zauber damit sicherlich auch mal, wenn ich jetzt irgendwie Freunde da habe und mache einen Trick. Ja, aber wenn ich jetzt in den Profibereich gehe und ich bin mal angewiesen auf ein Gimmick-Deck oder ich brauche mal irgendwie einen Deck-Switch auf ein Invisible-Deck oder. Dann gibt es leider für Copac nicht die Auswahl, die Christian hat und die Qualität von Christian, von den Phönix-Karten, ist meiner Meinung nach auch von den Pharos her ehrlich gesagt, ich war sogar bei Cartamundi und habe mit denen gesprochen und mein Angebot war, dass wir einen Copac Phönix rausbringen würden. Mhm. Ich war also gesprächsbereit, mein Design erzählt, abzugeben. Ich denke einfach, vom Design her ist die Vorderseite schrecklich und von der Rückseite her auch nicht besonders dolle. Es sieht einfach anders aus, als wenn man, wenn man jetzt nur mit Copac arbeitet und nur ein reiner Fingerflicker ist und keinerlei anderen Gimmicks benutzt. Absolut.
bleibt bei Copac, alles wunderbar, wenn euch das Design gefällt. Ansonsten mit dem Phoenix, dafür musste ich halt sorgen, ist übrigens ein anderer Grund. Sag ich mal, ich hole mal was. Bleib du mal, du erzählst. Ich erzähle euch auch noch mal was ganz kurz. Wer hat das? Der Ingo Oschmann hat mir letztes Mal gesagt, das musst du den Leuten zeigen. Bitte schön. Hol es mal kurz. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was ich noch für einen Vorteil sehe. Ich meine, ich persönlich finde jetzt diese alten Designs, die ja wirklich klassisch sind, auch nicht wirklich den Burner. Aber wenn ihr arbeitet mit Leuten am Tisch, dann ist das einfach sehr leicht verständlich. Jeder Schimpanse weiß, dass das ein Pik König ist und dass das eine Kreuz Dame ist. Es sieht nicht fancy aus, es ist nicht klein, es ist sehr groß, man kann das gut sehen und der Zuschauer begreift relativ schnell, was das hier für Designs sind. Und das ist ein ganz großer Punkt, warum ich auf ein ganz normal klassisches Worker Deck stehe. Christian hat Worker Decks, die sind perfekt von der Qualität her, die sind sehr leicht zu lesen, ihr habt eine Markierung drin, ein One-Way-System. Mehr brauche ich dazu nicht sagen und deswegen bleibe ich bei Phoenix. So, Dankeschön. So, das Wort zum Sonntag. Jetzt gibt es noch ein ganz kleines Highlight und zwar, wie habe ich denn angefangen? Als ganz zu Anfang 2004, 5, 6 hatte ich meine allerersten Kunststücke. So. Since I discovered the Phoenix card, they feel much better than bicycle. Oh, okay. Ja, Laurent, you are absolutely right and that's definitely true. You will see the difference. Was ich euch jetzt hier zeigen werde, sind meine absoluten Anfänge. Ich hatte damals das Karchak-Logo. Das Karchak-Logo, gehen wir mal ganz kurz aus dem Bild. Dieses Karchak-Logo, was man jetzt hier so sieht, das ist ja später gekommen. Willst du das wirklich zeigen? Ja, es gehört dazu. Okay. Also im Endeffekt geht es darum, dass ich hier drin eins der allerersten Kunststücke habe, die 2000... Da trinke ich erstmal schon Wasser drauf. Oder 2006 veröffentlicht wurden. Und zwar ist es meine Antwort auf Twisted Sisters. Nannte sich dann Twisted Brothers. Ich gehe kaputt. Ja, eben drum. Und das Problem war, die musste ich bei As Altenburg abfertigen. Und US Playing Card hat mit mir noch nicht mal gesprochen, weil die Mengen, die ich hier produziert hatte, waren 400 Bögen. Das ist ein Witz bei denen. Und ja, also ich. Achso, warte kurz, wir überziehen heute übrigens, Freunde. Es wird ein bisschen länger gehen. Ein bisschen, Auf jeden Fall. Okay, also und. Dammit. Das Witzige dabei war, ich kann ja nicht einfach mit dem Bicycle-Rücken-Muster hingehen zu As Altenburger, was übrigens Carta Mundi gehört, also auch Copac. Und jetzt im Prinzip ist er jetzt auch wieder US Banker. Ohne Scheiß, ich find's eigentlich Weltklasse, ne? Es ehrlich, ist schon cool, oder? Es ist Ups. Also, und ich hatte dann in Absprache mit dem Hersteller As Altenburger so lange an dem Rückendesign vom Bicycle rumgefummelt, bis ich so viel verändert hatte, dass ich das Copyright ausgehebelt hatte. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Freunde, haben die wenigsten gesehen. Obwohl, jetzt kann ich es auch wieder wegtun. Ich habe es euch ja jetzt erzählt, aber du musst zeigen. Jetzt muss ich es auch zeigen. Ey. Ja, es ist cool. Die Leute freuen sich, wenn du im Stream immer... Christian hat so viel Geheimnisse. Wir können die nächsten 10 Jahre hier reden, ey. Wirklich. So, guckt ich euch. Weiß nicht. Also hier sieht man die Top-Kamera. Man und zwar war das nicht Bicycle, sondern das war Highcycle. Highcycle? Ja, zeigen. Highcycle? Ja. Sollen wir mal näher in die Kamera gehen? Ich glaube, man kann nur bestimmt bedingt... Uff, genau. Krasser Unterschied. Und dass die hier nicht fächern, ist auch klar. Das sieht man hier schon. Das war ein ganz mieser Lack, aber das war das Beste, was es damals halt so gab von As Altenburger. Und ja, hier sieht man also... Aber ich bin noch weiter. Nee, ich glaube, jetzt wird es langsam unscharf. Nee, so kann man es noch sehen. Pass auf. Echt? Okay, okay. Ich gehe gleich hoch. Ja, Achtung. Geh mal ein bisschen zurück. Ja, ja. So, also wie ihr da in der Mitte seht, gibt es dort einen kleinen Kartenhai, der hatte sich damals die Krone von dem Herzkönig geschnappt und hatte die auf dem Kopf und das war meine Version von Card Shark. So habe ich Weltklasse, ey. So habe ich angefangen. Und ja. Und als ich dann anfing, in größer zu denken und als ich auch die Double Decker vor allen Dingen machen wollte, hatte ich natürlich die Problematik. Ja, kann ich jetzt mit dem Design, also ich habe meine allererste Visitenkarte mit heißige Rückseite bei US Playing Card abgegeben und dachte mir, boah, die nehme ich gleich fest. Finde ich sensationell. Aber ich denke, damit ist die Frage, warum von Bicycle zu Phoenix, ich meine, im Endeffekt ist es euch überlassen, was ihr für Karten nehmt. Hauptsache, ihr habt Spaß am Zaubern, aber wenn ihr es ernst meint, dann nehmt einfach Phoenix. Nein, macht einfach, wie ihr, auf was ihr Bock habt.
Aber Phoenix ist auf jeden Fall, ich meine, es nicht ohne Grund. Sind ja nur 14 Jahre seitdem. Nicht ohne Grund hatten Danny DeOrtis und sämtliche anderen Profis, die mit Karten sehr bewandert sind. Jan Frisch, Phoenix, Boris Jan, Wald. Alle machen sie mit Phoenix und das ist eigentlich schon Antwort genug. In dem Sinn, Freunde, geht's jetzt weiter. Ja, ja, okay, like mal bitte schon. Alle. Ja, was haben wir denn jetzt schon wieder für Fragen? Okay, wir gucken mal schnell nach. Okay, diese Frage hatten wir jetzt beantwortet. Hallo Christian, kannst du mal deine Out-of-Sight-Routine hier zeigen? Bitte, du hast mal gesagt, die wäre besser als von Joshua J. Ja, stimmt. Würde jetzt aber sehr lange dauern. Nicht so lange. Ich bin jetzt auch nicht an der Stelle diese Frage. Machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal führst du Joshua J's Trick vor. Also Out of Sight. Und ich führe Cupid vor. So machen wir das. So machen wir das. Ich zeige euch dann auch mal die Version, die eigentlich nie offiziell veröffentlicht wurde, nämlich die Out of Sight in Large Index, die wir schon längst haben. Und ich bin ein großer Freund von Large Index. Das bekommen wir dann hin. So. Was haben wir sonst noch? Also ich kümmere mich drum, nächste Woche. Lieblingszauberbücher. Ja, da habe ich mir auch ein paar Fragen, ein paar Ideen zu gemacht. Was ist bei dir das Lieblingszauberbuch? Ganz ehrlich, Pure Effects von Darren Brown. Cool. Finde ich, also ist wirklich eins meiner absoluten Top-Favoriten. Und Darwin Ortiz. Creating Miracles. Pure Magic. Nicht Pure, sorry. Ist das dieses Creating Miracles? Ach, nein. Okay, oh, während er darüber nachdenkt. Meine Güte. Strong Magic. Strong Magic. Mir lag es auf der Zunge. Von Darwin Ortiz? Ja. Okay. Darwin Ortiz. Darwin Ortiz. Ja. Ich kann euch sagen, seine Bücher sind unterhaltsamer als er selbst. Ja, das stimmt. Er ist also der langweiligste. Also wenn er seine Bücher lesen würde und ernst nehmen würde, dann wäre das ein Top-Zauber. Dann wäre das ein Top-Zauber. Es ist sensationell, aber die Theorie, die da drin steht, ist brutal. Ja. Und Darren Brown... gut. Meine Lieblingszauberbücher, gar kein Thema, aber wir müssen ja auch ein bisschen zügig. Ja, ja. Also meine Lieblingsbücher, ich habe gestartet mit dem absoluten Oberhammer, der mir damals von Joe Doran empfohlen wurde. Mein allererstes Zauberbuch war Complete Course in Magic von Mark Wilson. Das ist ein Megabuch, also kann ich nur wärmstens empfehlen. Ist wirklich ein komplett allumfassendes. Ansonsten, wenn ihr mit Zauberei anfangen wollt, aber ihr seid ja alle hier, deswegen seid ihr ja schon alle einen Schritt weiter. Nee, da will ich noch nicht mal drauf hinaus. Aber wenn jemand mich fragt, ich möchte mit Zaubern anfangen, okay, was soll ich machen, dann ist meine persönliche Meinung, Zaubern für Dummies. Ja. Nicht Zaubertricks für Dummies, das ist ein anderer Band, ja, sondern Zaubern für Dummies kostet einen Zehner, wenn nicht sich da irgendwas geändert hat, aber ich glaube schon. Und das ist ein wirklich gutes... Gibt's bei Stolina übrigens. Und bei Amazon und sonst was. Also das ist wirklich so ein Klassiker und kostet gibt's nicht viel. Gibt's bei Stolina. Dann geht zu bitte www.stolina.de, das geht natürlich auch, wunderbar. Und ansonsten, der absolute Klassiker, nachdem das dann durchgearbeitet war, eine Empfehlung von Stefan Kirschbaum. Vielen Dank nochmal dafür. Oder war es der Jörg? Nein, ich glaube, das war definitiv Stefan. Ich kann mich noch erinnern, als ich dort mit ihm das Telefonat führte. Es gibt wirklich nichts Besseres. Tommy Wonders Books of Wonder. Wow, habe ich auch. Hammer. Es gibt so viele Bücher, das ist echt so Lieblingsbuch, echt auch immer, es gibt so viele Bücher. Und bitte, auf jeden Fall, wenn ihr mit Karten was machen wollt, da führt kein Weg dran vorbei, Roberto Jobbis Große Kartenschule Band 1, 2. Wünscht euch die, kauft euch die, solange es die noch gibt. Die wird es immer geben. Ja, hat es ja nachproduzieren müssen, aber 2 oder 3 Jahre war mal Staffel 3 und 4 ausverkauft. Ne? Ja, das ist richtig, aber... auch da, ich habe mit ihm, mit dem Roberto, letztes Wochenende noch telefoniert. Ich habe ja noch ein bisschen was vor mit dem Englischsprachigen, ja, und so weiter. Und da gibt es ein Buch, was ich wärmstens empfehlen könnte, halt in Englisch. Und das ist auch nicht teuer, das ist nämlich auch eine PDF-Datei. Da werde ich vielleicht... Oh Gott, wie hieß denn das Ding? Das muss ich euch ein andermal sagen. Ja, genau. Da sind wir dran. Zusammen ja, okay. Und schwupp, machen wir das hier nochmal ganz kurz. Ein... Kartenkunststück oder ein Kunststück, bei dem der Zuschauer ein unmögliches Souvenir bekommt. Zwei Dinge. Ein Souvenir ist mega stark. Also Souvenir-Zauberei ist extremst stark, also etwas hinterlassen. Jetzt geht es aber darum, ein unmögliches Souvenir zu bekommen. Und das ist nochmal was anderes als ein magisch aufgeladenes Souvenir. Ja, da könnte ich euch jetzt 4 Stunden lang erzählen, was ich alles mache und was alles für tolle Effekte gibt, die man dann hinterher erst unmöglich machen. Aber wir sind ja auch hier Karchak. Und das, was bei euch, was hier ganz tolle Effekte sind, die ihr bekommen könnt, ist, also ganz ehrlich, Wolfgang Mosas Monte, toll, haben die immer ein ganz tolles Andenken.
Hier ist der Punkt. Es ist ein Andenken. Es ist kein. Und in dem Moment, wo man halt sauber ist und am Ende ist, ist es kein unmögliches Objekt mehr. Genau. Aber es ist ein tolles Souvenir. Hammer. Das kommt super an. Und ein unmögliches Souvenir wäre dann dieses hier, Freunde. Mal leg's mal auf die. Warped in Space. Yes, genau. Warped in Space. Da gehen wir mal einmal ganz kurz drauf. Das Coole an dem Kunststück ist, dass man zum Schluss mit einem unmöglichen Objekt endet, nämlich mit einer Spielkarte, die unterzeichnet ist, also die der Zuschauer wirklich definitiv selbst unterzeichnet hat und bei dem dieses Innere, das wie eine Tür ausgerissen wurde, auf die andere Seite rüberwandert. Es gibt diese Wanderung, wo man quasi durch ein Portal durchschreitet. Und das ist dann nachher das unmögliche Objekt, was man rausgibt. Ansonsten, Mona Lisas Geheimnis, guckt euch nochmal das Video an. Ich habe hier, und das ist jetzt nicht veröffentlicht, aber die habe ich wirklich hier, ich habe jede Menge Abschlusskarten. Also es ist so, Mona Lisa, man zeigt mehrere Gemälde, eine davon ist Mona Lisa. Zum Schluss wird gefragt, welches davon war die Fälschung? Keine Ahnung. Ja, natürlich die Mona Lisa, weil die wurde noch nie, und dann sieht man die Mona Lisa wieder. Aber jetzt hat sie auf einmal eine Spielkarte in der Hand. Rückseite, rot. Und aber es geht nicht darum, dass sie eine Spielkarte in der Hand hat. Nein, die wurde noch nie von hinten gemalt. Guckt euch mal ruhig das Video an. Ist uralt, also bitte entschuldigt die schlechte Qualität von meiner Seite. Und man sieht halt nur die Spielkarte von der Rückseite her. Dann dreht man die Karte um, zeigt auch, dass Mona Lisa nie von hinten gemalt wurde. Und lässt dann eine Zuschauerkarte wählen, der Zuschauer soll dann genau das gleiche machen wie Mona Lisa, also die Karte halten, lächeln und so weiter und so fort. Und zum Schluss dreht man dann seine Karte um und nochmal die Mona Lisa Karte und plötzlich hat sie nicht mehr die Karte mit der Rückseite, sondern mit der Vorderseite und die beiden Karten, die frei gewählte, vom Zuschauer frei gewählte Karte und Mona Lisas Karte hier, zeigen beide das gleiche, den gleichen Kartenwert. Kann die Kreuz 4 sein, kann alles möglich sein. Und von diesen letzten Karten, also dieser Kreuz 4 zum Beispiel, ich meine, das ist die Kreuz 4, habe ich jede Menge Souvenirkarten, die ihr günstig bei mir kaufen könnt. Also wenn man das Kunststück erwirbt und man möchte dieses Kunststück, die Karte nachher rausschenken, kann man das machen. Mona Lisas Geheimnis. Genau, so ist das. Ansonsten, wenn es nicht um ein unmögliches Objekt gehen sollte, aber um ein starkes Souvenir, da gibt es ein ganzes Buch drüber, was ich wärmstens empfehlen kann und es ist Englisch. Und zwar ist das damals geschrieben worden von Jeff McBride und Konsorten. Da ist Jeff Haas mit dabei. Larry Haas, Jeff McBride. Wie heißt das Buch? Gift Magic. So. Gift Magic und es ist Gold. Es ist einfach nur Gold wert. Ich habe sogar noch ein paar Bücher davon zu Hause, die ich eigentlich ganz gerne mal verschenke an Freunde. Nicht jetzt hier bitte öffentlich. Nicht sofort wieder raushauen. Nein, das ist wirklich ein ganz tolles Geschenk an Zauberer zu ihren Geburtstagen etc. Schenke ich das halt als Geschenk raus und man bleibt zum Schluss bei den ganzen Kunststücken, man übergibt ein magisch aufgeladenes Totem, wie bei den Indianern und so weiter, also ein Totem, was dieses Kunststück quasi mit Energie aufgeladen hat und das gibt man weg. Das ist so stark, es endet in der Hosentasche, wird immer mit sich getragen, im Portemonnaie und so weiter und so fort. Also Gift, Magic, kann ich mir am besten empfehlen. Ansonsten, was ich immer super gerne vorführe, wenn es jetzt mal um Nicht-Karten geht, ist Sean Farquhar, Torn to Pieces. Googelt es, sucht es, wer es findet, darf es behalten. Torn to Pieces, mega geniales Ding. Und macht keiner. Nein, und ich bin in... Ich kenne zwei Leute, die es machen, Marc Weide und ich. Darf ich sagen, dass ich das bald vielleicht rausbringen könnte? Du darfst es mit, sagen. Mit Spielkarten wird das vielleicht auch mal bald geben. Ja. In Abstimmung natürlich mit Sean Farquhar. Also guckt es euch an mit einem Foto. Er fand es stärker. Ich finde es auch genial mit Spielkarten. Ich mache es mit dem Flyer. Da gibt es auch verschiedene. Genau, das ist halt persönlicher und so weiter. Aber mit Spielkarten könnte man es auch machen. Wir gehen nochmal hier auf... Zeit für die Überraschung. Die Überraschung ist tatsächlich schon vorbereitet. Mhm. So. Also es ist, das ist Überraschung, es ist ein Effekt, den es noch nicht, der noch nicht offiziell released ist. Genau. Eine ganz kleine Gruppe kennt ihn schon vom Kongress der 52 Freunde. Ja, okay, komm, gehen wir jetzt mal hier die Dinger schnell durch. Könnt ihr ein paar Rabattcodes raushauen? Nein, das war schnell beantwortet. Wie viel kostet ein... Okay, sorry Leute. Wir tun ja unser Bestes. Aber eigenes Kartenspiel. Kann man ein eigenes Kartenspiel, wenn man ein einzelnes Kartenspiel haben möchte, ist es 35 Euro mit der eigenen Rückseite. Die Gestaltung, einmalige Einrichtung kostet, ja, Gestaltung jetzt nicht, gebt mir dann die Rückseite.
Das Einrichten kostet 20 Euro, das heißt, das allererste Spiel wären 55 Euro, das zweite dann nur noch 35 Euro drauf und so weiter und so fort. Ist nicht billig, weiß ich auch, aber ihr wollt ja auch vernünftige Qualität und die hat vernünftige Qualität. Und natürlich, wenn ihr natürlich mehr nimmt, also normalerweise ab 500 Spielen, aber wenn ihr da Interesse habt, dann einfach dem Christian eine Mail schreiben und dann telefoniert ihr und sprecht da wirklich mal eins drüber. Das ist individuell, die Preise sind schwierig jetzt hier zu sagen, was sowas kostet. Mann, es sind 25 Fragen noch, das schaffen wir nie. Bitte nehmt die Fragen, die ihr in dem Ablauf seht und haut dort bitte, macht Likes drauf und so weiter, damit wir die wichtigsten Fragen nach oben bekommen, weil sonst sehen wir... Aber es ist nicht schlimm, wir können zu jedem Stream einfach mal wieder ein paar Fragen beantworten, ja, würde ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal das Orakel. Okay. Und wir müssen noch mal gucken, wann wir denn diesen zweiten Stream machen, wo es dann auch mal um Order geht. Das wollte ich auch noch mal kurz abstimmen. Lass mich aber trotzdem, ich versuche mal jetzt in 3 oder 4 Minuten die Fragen kurz und knackig zu beantworten. Man kann ein einzelnes Deck drucken lassen. Das geht. Mach einfach Folgendes, wenn du daran Interesse hast, ruf einfach morgen mal hier bei Karchak an. Nein? E-Mail schreiben. Oder eine E-Mail schreiben und der Christian kümmert sich darum. Genau, so. Die nicht mit Phoenix, sondern Bicycle veröffentlicht werden. Was kann man da machen, wenn man sie unbedingt mit Phoenix vorführen möchte? Genau das. Mit mir Kontakt aufnehmen und dann vielleicht dann ein gedrucktes Spiel produzieren. Genau. Wie auch immer. Denn dieses gleiche, das Kunststück, was wir gleich noch zeigen werden, ist nämlich individuell gedruckt in einer ganz kleinen Auflage. Man kann mit mir über alles reden, da kann ich ja ein bisschen agieren. Außerdem hat Christian übrigens nur zur Info auch die Rückseiten von Bicycle und er hat alle Dateien. Christian ist Ich mache aber nichts mit Bicycle. Er ist der Dateiendealer. Ich mache nichts mit Bicycle, aber ich habe schon das ein oder andere Gimmick gebaut. Natürlich. Kann man bei Karchak ein eigenes Kunststück veröffentlichen? Natürlich. Meldet euch einfach bei mir und zeigt, was ihr habt. Ich helfe da gerne und gucke, ob das zu uns passt, ob es zu dir passt, wie man es verbessern kann, etc. etc. Wird es einen Doppeldecker Rückseite blau-rot geben? Idealerweise auch Markt. Einfach eine E-Mail schreiben. Ich habe die sogar schon hier. Die habe ich sowohl in Blau-Blau, Rot-Rot, Rot-Blau und natürlich auch alle markiert. Rot-Blau und auch in Blau-Rot? Ja, wenn man es dreht, ja. ich interessiere mich für Cold Reading und Dual Reality. Genial. Ich kann als Kunststück für Dual Reality wärmstens Factory Blanks empfehlen. Das ist ein hammergeniales Kunststück. Aber er besitzt bereits eine Menge englischsprachiger Literatur. Könnt ihr auch deutschsprachig empfehlen? Könnten wir. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Kooperation mit Paralabs. Schreib mich mal persönlich an auf Instagram und ich nehme mich dir an, außerhalb des Streams. Ja. Einfach mich anschreiben, dann machen wir das. Es ist halt, wir haben den Vertrieb von Paralabs übernommen, aber wir haben noch nicht alle Produkte und es ist wahnsinnig schwer, an alles heranzukommen und ich möchte eine gute Qualität liefern. Früher oder später sind wir der richtige Ansprechpartner, im Moment leider noch nicht. Schreib mich an und ich gebe dir Tipps. So, deutsche Erklärung zum Destiny-Deck, wenn wir Videos veröffentlichen und wir haben die Original-Kreativen vor der Kamera, denen jetzt auch noch Deutsch beizubringen, viel Spaß damit. Ich versuche mein Bestes, manchmal mit Untertiteln noch zu arbeiten, aber das ist wahnsinnig viel Fleißarbeit. Deswegen, da würde ich mich gerne mit euch nochmal irgendwann drüber unterhalten, wie wir am besten uns Englisch selber aneignen können und wie wir auch damit uns einen Trick überlegen, wie man trotzdem noch die Sachen verstehen kann, auch wenn einem Englisch so nicht geläufig ist. Es ist wahnsinnig schwer, ich bin international aufgestellt, Deutsch ist nur ein gewisser Markt und ich muss weltweit denken, deswegen ist es meistens erstmal englischsprachig und dann vielleicht nochmal auf Deutsch. Genau. Ist leider so. So, Doubledecker Videos, das führen wir jetzt hier nicht vor, das machen wir ein andermal. Es gibt, guckt euch an, NUMB, N-U-M-B, das ist auf jeden Fall eine tolle Performance und vielleicht sollte ich mal Triple Coincidence, wenn ihr mal eingebt Triple Coincidence, vielleicht findet ihr ein Performance-Video oder geht auf, ich führe es in Lichtgeschwindigkeit vor. Nein, machen wir jetzt nicht. Kann man bei uns auch mal rumkommen oder seid ihr ein reiner Online-Handel? Rumkommen geht, also rum ums Gebäude geht, reinkommen schwierig. Das war gar nicht mal so doof, ne? Naja, egal. Naja. Das ist halt ein Lager, natürlich kann man uns auch mal besuchen mit Anmeldungen und so weiter. Aber es ist jetzt nichts zum Stöbern da. Wir können uns gerne auf einen Kaffee unterhalten und so weiter. Man kann sich das Studio mal angucken. Ja, man kann sich das Studio mal angucken. Man kann sich seinen Namen hier reinschreiben lassen, dass dort nicht jetzt Q&A steht, sondern auch sein eigener Name, wenn man das unbedingt haben möchte für ein Foto. Das kriegen wir hin. Wie alt wart ihr, als ihr mit der Magie angefangen habt? Seine war schon klar. Bei mir war es 36. Also ich bin ein absoluter Spätzünder.
Kann man das momentane Angebot vom Destiny Deck auch so bestellen, dass man nur die Hälfte des Preises für ein Deck bezahlt? Ja, ihr bekommt dann 26 Karten. Halt Hälfte, ne? Okay, macht keinen Sinn. Nein, habe ich so nicht im Angebot. Es ist wahnsinnig viel Aufwand, das Ding zu produzieren. Nicht nur das, sondern genau. Auch der Trickerfinder bekommt einen großen Anteil für seine Entwicklung und für seine Ideen und das muss ich irgendwie rechnen. Deswegen, als ich jetzt diese Seconds rausgehauen habe, wir haben noch ein paar. Also wenn du drüber nachdenkst und du möchtest es zum halben Preis, vielleicht, ganz kurze Empfehlung, find einen Freund, der sich auch dafür interessiert, ein Spiel zu bekommen, kauft es zusammen, einen Seconds und dann teilt es euch, dann habt ihr den halben Preis bezahlt. Haben wir schon mal gesagt beim letzten Mal, genau. Ja, das geht da auch. Sehr schön, der Kanal endlich in Deutsch. Ja, eine deutsche Anleitung für Order würde mir weiterhelfen. Das haben wir vor. Wir wollen mal wir wissen über jeden Bescheid, der Order hat und im deutschsprachigen Raum ist. Wir werden alle einmal anschreiben und mit denen einen Order-Livestream machen. Genau. Ich gehe mit euch online und ich mache mit euch wirklich mal ins Detail eine schöne Live-Performance und ich helfe euch. Es könnte sein, dass dann dieses Video später auch auf der Webseite bei der Anleitung auftaucht von Order selbst. Genau. Muss ich mal gucken. So, wir... 16, jetzt wird es langsam weniger. Okay, der repositionierbare Kleber, dieses Repositionable Glue. Ich empfehle ein Stück Tesafilm. Und zwar, ihr könnt dann das Tesafilm aufdrücken und dann wieder wegziehen, aufdrücken, wegziehen, ein paar Mal. Allerdings passt auf, wenn ihr das aufdrückt und wegzieht, das Wegziehen muss von der Mitte der Spielkarte erfolgen. Wenn ihr an den Rand geht, dann habt ihr Pech, dann kann es nämlich durchaus sein, dass dann der am Rand das Papier mit hochkommt und einreißt und dann ist die Karte wertlos. Ansonsten, wenn ihr es von der Mitte zum Rand hin macht, könnt ihr wunderbar den Kleber entfernen. Gut, haben wir das auch. Englischsprachige PDF-Dateien und die, darunter. Is it possible that you can make stripper deck as thin as the double decker? We do card preparations. If you want to get any deck that we have as a stripper or a short deck or whatsoever, and of any preparation, I can custom cut these cards. If it makes sense, I don't know, because with a thin stock, I'm not so sure if you would be able to strip out this card without damaging it. I think that's kind of tricky and very fragile. So I would not recommend it, but I could do it. So, dann haben wir das auch soweit. Welche Stimmen sind besonders gut in einem Tauerzugsverpackung? Oh Mann. Geschichten erzählende Zauberkunst. So habe ich angefangen, bevor ich 2009 mit Phoenix rauskam. Wir hatten damals das Gypsy Deck, Gypsy Curse, Medieval Tarot, also ein Mittelalter Tarot. All das wird wiederkommen, im Moment aber noch nicht. Ist mir leider alles in dem Lagerfeuer 2017 umgekommen. Und ist natürlich auch eine Investitionsfrage. Das muss ich jetzt wieder zusammensuchen. Und dann geht es auch damit los. Vielleicht klappt es noch dieses Jahr. Und da haben wir tolle Geschichten dabei. Ansonsten, Alexander Römer, zauberkabinett.de, der kann euch mit Geschichten totwerfen. Also bitte, Geschichten erzählende Zauberkunst, danach mal suchen. Und das Zauberkabinett kann ich nur wärmstens empfehlen. Und jetzt sage ich euch, wie es wirklich ist. Ihr erzählt einfach Geschichten aus eurem Leben und versucht die einzubauen. Das ist nämlich authentischer. Ja. So. Und damit, ich würde mal sagen... Den Rest machen wir beim nächsten Mal, weil wir wollen ja auch noch was raushauen heute. Ja. Und es gibt das Ta-ta-ta-ta. Special? Was denn? Wie heißt der Trick? CO steht für das Clown-Orakel. Das Clown-Orakel. Soll ich es einmal mit dir vorführen? Mach mal. Ja? Ja. Okay. Also, im Endeffekt geht es darum, lieber Christian, es geht um deine Zukunft und ich habe Spielkarten. Top-Kamera? Ich habe Spielkarten, da steht, kann man sehen? Ja, kann man sehen, wunderbar. Die Chancen für einen Lottogewinn stehen gut. Ja. Du wirst einen geheimnisvollen Fremden treffen. Das ist so ein bisschen angelehnt an diese Glückskekse vom Chinesen. Eine Freundin wird dir bald ein dunkles Geheimnis verraten. Eine Herzensangelegenheit entwickelt sich zu deinen Gunsten. Eine unerwartete Erbschaft steht im Raum. Berufliche Veränderung? Oh, das wollen wir nicht. Wirst du bald erfolgreich sein. Ich möchte dir noch gar nicht alles zeigen, aber ich möchte, dass du irgendwann Stopp sagst. Stopp? Genau hier? Ja, nimm die. Okay, also du hast die Freiwahl gehabt zwischen all diesen Messages, aber du hast diese genommen. Jetzt will der Stream und ich natürlich auch wissen, was du quasi hier draufstehen hast. Die Top-Kamera, würdest du es einfach mal vorlesen? Laut und deutlich. Ja. Du wirst heute
eine leidenschaftliche Liebesnacht mit einem Clown verbringen. Okay, ich weiß nicht, was mir das sagen sollte, aber... okay, habe ich verstanden. Kriegen wir noch hin. Okay. Das Clowns-Orakel, Freunde. Ich finde, ich kann es tragen. Yay, du kannst es definitiv tragen. Also, das ist sehr, 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 sehr lustig, dieser ja. Effekt. Ihr müsst die Nase nicht selber aufsetzen, aber ihr könnt zum Beispiel einen Trick mit eurer, keine Ahnung, mit eurem... Viel Spaß uns beiden. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel auch eine Hochzeit vorgeführt und habe die Nase im Vorfeld dem Bräutigam gegeben und habe den Trick dann gemacht. Und die Braut hat sehr verdutzt geguckt über diese Nachricht und er hat sie in diesem Moment aufgesetzt und ich habe mir auch eine aufgesetzt. Und da musste sich entscheiden zwischen uns beide. Also, das Clowns-Orakel ist super einfach vorzuführen. Ja, ich würde sagen... No homo. Ehrlich gesagt, das ist auch eine Präsentationsidee von Mark Elston, der das Ganze nicht einer Dame vorführt, sondern einem Mann, so wie bei mir jetzt gerade. Kann man machen. Man kann natürlich jetzt mit als Überraschung, in dem Moment, wo er diese Karte liest, setzt man sich heimlich die Clownsnase auf. Allerdings kann man genauso gut auch noch warten, bis er das vorgelesen hat und dann sagen, okay, ich werde es machen, dreh dich um. Wie auch immer. Den Spaß könnt ihr euch dann leisten. Bei einem Mann, bei einer Frau wird es ein bisschen kniffliger. Also bitte charmant sein und nicht zu spooky, das ist nicht nett. Das mit Blank Cards, wir haben, also erstmal brauchst du dafür einfach nur Blank Cards, um das da selber drauf zu schreiben. Ja. Das brauchen wir nicht rausbringen. Wir haben mal mit Blank Cards rausbringen, okay, ja. Es kommt bald etwas Spannendes. Genau. Und zwar, erzählen wir euch da noch nicht so viel von, das besprechen wir dann in den nächsten. Ich sage aber mal den Titel zumindest an. Espionage. Deluxe. Nein. Point Blank. Point blank. Also, von irgendwas muss es ja blanko sein. Erstmal geht es darum, wir haben uns gedacht, heute dritter Stream, wir hauen mal zwei Sets raus. Drei? Nein, nicht so viel. Du hast ja nicht viele? Nein, ich habe noch. Oh, das sind alles Prototypen, Freunde. Das ist eine ganz, ganz kleine Auflage, die ich hier habe. Sind noch nicht im Shop. Übrigens ist das die Qualität an Karten, wenn man ein einzelnes Kartenspiel haben möchte, in dieser Qualität. Brutal. Produzieren, die streifen sich genauso aus und so weiter und so fort, haben auch die Leinenstruktur. Kann ich mal was probieren? Ja, klar, kannst du. Sehr gut. Faro? Nein. Okay. Ja, funktioniert. Ja, klar. Und also, alles. Ja. Das funktioniert sehr gut. Ihr bekommt zu diesem Effekt die Karten, eine Hülle und eine Nase. Ja, und wollt ihr das ein weiteres Souvenir haben? Diese Clownsnasen bekommt man bei eBay und bei Amazon für ein ganz kleines Geld als größeren Beutel, 20 Stück oder so. Und dann kann man die auch anschließend verteilen. Zwei Sets. Okay, musst du einem Ehepaar vorführen, dann man... Ja. Die Frage. Nicht du setzt dem Mann die Nase auf. Es ist so, wie bei, wenn man für ein Kind zaubert und sagt, wenn du dieses Geldstück unter dein Kopfkissen legst, dann wird morgen, das musst du aber deiner Mama sagen, wird morgen ein 5-Euro-Schein darunter erscheinen. Zwinker, zwinker. Also, mit eingeweihten Zuschauern, das heißt, man drückt dem Mann schon diese Clownsnase in die Hand. Man muss ihm noch nicht mal sagen, was gleich passieren wird. Man wird ihm sagen, du wirst wissen, wann du die Nase aufzusetzen hast. Ja. Mehr muss man ihm dann nicht sagen und das ist also auch nicht schlecht. Oder den Schwammball aufschneiden, ja? Glaubt mir, es ist wesentlich günstiger, sich Clownsnasen zu kaufen. Ja. Die Schwammbälle sind schweineteuer und wesentlich besser. Die Qualität ist noch okay, halt chinesisch. Oh, ja. Ja. So, wie hauen wir das raus? Jetzt sind wir wieder, haben wir uns wieder nichts überlegt, ne? Wie hauen wir das raus? Schwebeschall. Ja, ist die da schon? Sollen wir denn mal noch irgendwie einfach eine Frage stellen, was wir heute irgendwie mal gesprochen haben und wer aufgepasst hat und die erste richtige Antwort schreibt, gewinnt? Okay, ich habe die erste Frage, der es hier reinpostet, bekommt es. Das ist eine sehr einfache Geschichte. Auf welcher spanischen Insel war Philo 8 Jahre lang? Als Animatose. Ja. Wo habe ich 8 Jahre lang gelebt? Der Erste, der antwortet. Auf. So schade, Madeira. Ibiza! I am Paul! Natürlich war es Ibiza, korrekt. Wir haben es gleich erwähnt. I am Paul,
hat gewonnen. Ja, also uns bitte anschreiben in irgendeiner Art und Weise. Ein Paul, bitte über den Instagram-Account von Christian oder von mir einfach mal. Am besten von seinem Account hier, von seinem YouTube-Account ein Foto schießen, dass er selber ist. Genau. Und dann, das ist dann quasi der Beweis, dass wir wissen, wer es war. Das ist cool, auf Rügen. Auf Rügen. Super, ja. Spanisch. Jonas, Rügen war nicht ganz so spanisch, aber geil. Okay. Die zweite Frage. Oh Gott. Welchen Trick okay. hat Christian auf der Magic Life? Nein, wie hieß die das wie hieß meine Alternative zum Bicycle Spiel? Oh ja, wie hieß deine Alternative zum Bicycle Spiel damals? Nein, Mona Lisa ist es nicht, aber das ist clever, mal einfach so rauszuhauen. Ja. Schade auch. Polish Poker? Nein, auch nicht. Nein. Hicycle, aber ja. Ja. Nein. Okay, ich muss jetzt dazu sagen, der Erste, der es richtig geschrieben hatte, war Robin. War Robin Thoma, der hat es genauso geschrieben, wie ich es haben wollte. Genauso habe ich es früher geschrieben. Nein, das nein, stimmt nicht. Nein, doch. Nicht ein Hicycle, nicht. Ah. Nicht Hicycle, Hicycle oder sonst was, sondern... Hicycle, genauso wie der Kartenhai und Zickler, genau. Robin, Glückwunsch, du hast es richtig geschrieben. Ja. Und nee, somit hat der Schiedsrichter entschieden. Ja, du Radelspiel. Radelspiel ist auch super. Somit haben wir zweimal das Clowns-Orakel, was es noch nicht im Shop gibt, ja, für zwei Menschen. Ich denke mal, nächste Woche, wenn wir den nächsten Livestream machen, haben wir es drin. Und werden euch dann auch den Link mitnehmen. Für nächste Woche, für den Livestream, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Da kann ich euch teaser das Jahr normal nicht gern an. Aber ich habe auch ein kleines Gewinnspiel meinerseits, was ich jetzt schon spoilern werde. Es gibt was Tolles und es hat, glaube ich, auch für euch einen ganz tollen Wert. Ich werde nicht sagen, was, und darum sage ich nicht, was es ist. Aus folgenden Gründen. Ich habe Gründe. So. Ja, so, sehr gut. So. Doofe automatische Korrektur. Ja. Sorry. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld, habe ich immer gehört. Oh, das ist witzig. Okay, ich lerne dazu. Also, hier kam gerade noch eine Frage. Oh, jetzt bitte keine Hicycle mehr als Hicycle, auch nicht. Schreibt uns die Gewinner, bitte schreibt uns an, am besten den Christian direkt auf Instagram oder mich, ist vollkommen egal. Wir leiten es weiter und dann ist das euer Preis. Und ich würde sagen. Ich mache noch eben ganz kurz die letzte Geschichte. Für all, okay, I'm switching now over to English. Please stay tuned, set an alarm. It's now 7:20 here in Germany. We are planning to go live again in English. In a half hour. In more or less half an hour. It's at 8 o'clock. Yeah. At 8 o'clock, 8 p.m. here in Germany. So in 40 minutes, set your alarm. We'll be ready, do this. Yeah, du musst gleich den Aufzug machen. Ich muss mir Aufzug machen. Okay, and so come back. We didn't do any announcement, etc. We will just start this live stream in English. Have fun there as well. And if you guys did not have enough, then come back. Why not? Yeah, and we'll do the same thing again in English. And now, as you know what it's all about, maybe you are learning something in English, and we will talk about this then in the next time anyway, how to improve your English knowledge. Vielen Dank nochmal an unsere Moderatoren, die hier fleißig zugange waren. Also wenn du Englisch sprichst, kannst du gerne mit reinkommen, das ist kein Problem. Ich würde sagen, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Ich fahre Aufzug und wir sehen und uns. Und ich schalte ab. Bleibt aktiv, Freunde, ihr verpasst nichts. Freut euch auf nächste Woche. Schreibt, wenn ihr Probleme habt, und wir sehen uns bald wieder. Adios, amigos!